Die Hörspieljury. Wir hören selbst dann noch hin, wenn andere schon längst abgeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hörspieljury. Am Mikrofon ist heute der Jay. Ja, hallo zusammen. Und natürlich wie immer dabei mein Mitjuror Myxin. Das ist irgendwie immer dasselbe, ne? Ja, das können wir eigentlich einmal aufnehmen und das war's. Das war genau mein Gedanke jetzt. Egal. Heute sprechen wir über ein Hörspiel. Und zwar Jules Verne, die neuen Abenteuer des Phileas Fogg, Folge 1, Entführung auf hoher See, erschienen bei Maritim. Produziert und als Download veröffentlicht von Highscore Music, gemischt und auf CD veröffentlicht von Winterzeit. Zurückgekehrt von seinem spektakulären Abenteuer, welches ihn in 80 Tagen um die Welt führte, wird Phileas Fogg von einer jungen Frau angesprochen. Es ist die Nichte des berühmten Meeresbiologen Aronnax, der sich auf der US-Fregatte Abraham Lincoln auf der Spur eines riesigen Walfisches befand, als er eines Nachts spurlos verschwunden ist. Phileas Fogg kann Louise Aronnax die Bitte nicht abschlagen, sich auf die Suche nach dem Professor zu begeben, und so sticht er mit der Abraham Lincoln auf selben Kurs in See zusammen mit seinem Diener Passepartout und seiner bezaubernden Frau Aouda. Eines Tages kommt das Kriegsschiff einem Wal unangenehm nahe und die drei Abenteurer gehen über Bord. Mit knapper Not können sie sich an einen Wrackteil klammern. Schon wähnen sie sich in den ozeanischen Fluten rettungslos verloren, da entpuppt sich das vermeintliche Wrackteil als obere Zinne eines beeindruckenden Unterseebootes. Es ist die Nautilus des sagenhaften Kapitän Nemo. Es handelt sich hier nicht um die 1:1 Umsetzung eines Original-Jules Verne-Stoffes, vielmehr werden hier die Figuren aus der einen Jules Verne-Geschichte genommen und in die andere Jules Verne-Geschichte transportiert, um sie im weiteren Verlauf der Serie quer durch die fantastische Welt des Jules Verne zu führen. Es ist also ein sehr freier Umgang mit dem Stoff, es ist eine Verquickung mehrerer Motive, es versteht sich als große Verneigung vor dem französischen Literaten. Und ich war gespannt, wie die Jogginghose von Rainer Kallmund, ob die Hörspielumsetzung gelungen sein würde. Ich hatte vor dem Hören etwas gemischte Gefühle. Zum einen, weil ich bin ein Freund von Jules Verne. Ich möchte deshalb ein solches Hörspiel gerne gut finden. Auf der anderen Seite schwingt bei mir immer die Befürchtung mit, dass man der großen Verpflichtung, die mit einem bedeutenden Namen wie Jules Verne einhergeht, dann leider doch nicht gerecht werden kann. Und es wird dann statt einer Hommage womöglich nur ein billiger Abklatsch. Ich habe das Hörspiel gehört und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht hinterher begeistert und Konfetti werfend durch die Gänge der geschlossenen Einrichtung, in der wir hier mal diesen Podcast aufzeichnen, getanzt, wobei meine unkontrollierten Ausbrüche von Euphorie bereits die peinlichen Gefilde der Hysterie tangiert haben. Nein, so war es nicht. Es kann aber auch in den neuen Pillen liegen. Man kann ja vielleicht auch ein Hörspiel gut finden, auch wenn man nicht total ausflippt. Und so war es bei mir in dem Fall. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte mit diesem Hörspiel eine gute Zeit. Der erste Eindruck von dem Hörspiel ist immer ein optischer und der schon mal sehr genial. Marc Freier hat hier wieder Großes geleistet, was das Cover betrifft. Ich würde mich wundern, wenn nicht allein schon aufgrund der schicken Optik viele potenzielle Kunden ein Interesse an dieser Serie entwickeln würden. Eine Komponente der Produktion hat mir besonders gut gefallen. Das ist die Musik von Alexander Schibor, von Michael Donner und von Manuela Trutte, die genau den richtigen Nerv trifft und die Szenen wunderbar untermalt und die Hörer gleich in so eine richtige abenteuerliche Stimmung versetzt. Der Stoff ist hinlänglich bekannt. Es sind im Wesentlichen Motive aus 20.000 Meilen unter dem Meer. Da kann man natürlich nichts falsch machen. Ich hätte mir gewünscht, dass man sich traut, ruhig mehr eigene Elemente einfließen zu lassen, was im weiteren Verlauf der Serie wahrscheinlich auch so sein wird. Also, die Sprecher sind super, die Inszenierung ist kurzweilig, der Stoff ist toll, ein insgesamt perfektes Gesamtpaket also? Fragezeichen? Also nicht ganz. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die man durchaus besser machen könnte. Zum Beispiel hätte ich Aouda und Passepartout mehr ins Geschehen eingebunden, weil sie in dieser Geschichte einfach keine wesentliche Funktion erfüllen. Sie sind so überflüssig wie ein Sandkasten in der Sahara.
Ein Phileas Fogg, der sich durch und durch als britischer Gentleman versteht, der würde auch nicht eine Dame draußen im Regen warten lassen, um erstmal genüsslich seine Zigarre zu Ende zu rauchen. Das hätte ich auch anders gemacht. Ich hätte auch nicht Manfred Lehmann als Ned Land besetzt, weil er für diese Rolle einfach zu kalt und zu unsympathisch rüberkommt. Das hätte man wissen können. Ich hätte die Regieanweisung gegeben an Sascha Dreger und an Anina Braunmiller, dass man ihren Stimmen eine Anstrengung anmerken muss, während sich die Figuren im Todeskampf an ein Wrackteil im Ozean klammern. Will man eine Herzmassage akustisch darstellen, dann hätte ich dafür ein anderes Geräusch gewählt, was vielleicht nicht gerade klingt, als würde ich meinen alten Fahrradschlauch aufpumpen. Das sind alles so Sachen, die nicht wirklich ins Gewicht fallen, wo ich aber sagen musste, da ist noch Luft nach oben. Unterm Strich habe ich ein würdiges Hörspiel gehört, eine kurzweilige Inszenierung und eine handwerklich gute Produktion. Und wenn mich jemand fragt, ob er lieber Jules Verne hören soll oder ein einstündiges Radiofeature über die industrielle Fleischverarbeitung im Gewerbegebiet Hamburg-Moorfleet, dann sage ich, och, hör doch Jules Verne. Mein Hörspieldaumen zeigt nach oben. Und damit übergebe ich an Jay. Ja, vielen Dank, Maxine. Alte Geschichten in neuem Gewand. Jules Verne-Geschichten haben sich immer schon angeboten als Film- oder als Hörspieladaption. Klassischer Science-Fiction-Stoff, Fantasy-Stoff. Ja, diesmal in einem neuen Gewand. Ich finde die Idee auch sehr gut, die Figur des Phileas Fogg zu nehmen und ihn einfach jetzt mal weitere Geschichten erleben zu lassen, wie jetzt hier in dieser ersten Geschichte, die wir uns angehört haben. Die Elemente aus 20.000 Meilen unter den Meeren sind klar erkennbar. Ich bin auch ganz froh darum, dass man nicht alles in seiner epischen Breite umgesetzt hat, sonst hätte mit Sicherheit das einstündige Hörspiel so in der Form nicht gereicht. Ich finde, man hat hier gut die Kurve gekriegt. Es ist nicht zu kurz geworden, wie wir das aus frühen alten Schallplattenfassungen von klassischen Geschichten gewohnt sind. Es ist aber auch nicht so lang geworden, wie vielleicht erstmal so Maritim gerne mal vermuten lässt. Aber da wissen wir ja auch, hinter Maritim steckt nicht mehr Verlagsgruppe Hermann, sondern ein neues Label, ein bekanntes Label, Highscore Music. Insofern, ich war gespannt, was draus wurde und insgesamt bin ich mit dem Hören zufrieden. Sascha Dreger als Phileas Fogg ist erstmal vielleicht ungewohnt. Mit Sascha Dreger verbinde ich natürlich aus meiner Kinderzeit Tarzan, aber ich finde, er hat seine Sache da erstmal so ganz gut gemacht. Das war durchaus hörbar, dass man Professor Aronnax ganz typisch mit Michael Pan besetzt hat. Ich hätte ein bisschen mehr Ideenreichtum vielleicht mal erwartet, weil die Stimme ist total für irgendwelche Forscher, Leute, die so leicht neben sich stehen als Gelehrte, verbucht. Und da hätte ich vielleicht mal interessant gefunden, noch mal eine andere Stimme zu hören. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt hat mir die Sprecherleistung sehr gut gefallen. Und da lässt sich sicherlich nicht großartig meckern. Akustisch war das Hörspiel auch gut umgesetzt. Und den Rest hat Myxin ja schon ausgeführt. Entschuldigung. Ja, so ist das nun mal, wenn man als Zweites dran ist. Sodass mir also hier in diesem Fall nicht mehr viel zu sagen übrig bleibt, als ich wurde gut unterhalten. Es ist sicherlich vielleicht nochmal Luft nach oben. Ich bin aber auch neugierig, wie die weiteren Folgen mit Phileas Fogg als Hauptfigur jetzt weitergeführt werden. Die Geschichten von Jules Verne haben ja sonst keinen Hauptdarsteller, sondern immer verschiedene Figuren. Und hier in der Geschichte 20.000 Meilen unter den Meeren hat es das Team gut verstanden, Phileas Fogg einzubauen. Eigentlich ist ja Professor Aronnax die Hauptfigur und nicht Phileas Fogg. Der taucht ja in der ursprünglichen Geschichte gar nicht auf. Meiner Meinung nach gut gemacht, nette Unterhaltung. Es brennt einen jetzt nicht alles weg, wenn man das Hörspiel hört, aber das muss es auch nicht. Man muss sich einfach nur gut unterhalten fühlen. Das fühlte ich mich und deswegen geht mein Hörspieldaumen in diesem Fall nach oben. Vielen Dank. Jay. Maxine. Die neuen Abenteuer des Phileas Fogg, die neuen Fälle des Sherlock Holmes, für nächstes Jahr angekündigt Oscar Wilde und Mycroft Holmes, Sonderermittler der Krone, die Art, auf bekannte Autoren, Persönlichkeiten und Figuren aufzusetzen, hat mittlerweile Methode. Und uns ist ja auch völlig klar, warum man das macht und warum man den guten Namen von Klassikern für seine eigenen Zwecke nutzt. Nun sind wir Hörspielhörer und uns gehört kein Label, wir haben also unsere eigenen Interessen. Und deshalb möchte ich dich fragen, was hältst du von diesem Serienmodell und beeinflusst es dein Interesse eher positiv oder negativ, jetzt mal im Vergleich zu einer neuen Serie ohne jede Vorlage? Also vom Gefühl her stehe ich beiden Modellen erstmal offen gegenüber.
Ich finde die Idee hier mit Phileas Fogg als durchführende, durchgehende Figur in einer neuen Hörspielserie sehr gut. Das kann man mit den Jules Verne-Geschichten meiner Meinung nach auch grundsätzlich gut machen. Und muss aber auf der anderen Seite sagen, wenn das Ganze so verbogen wird, Figuren verbogen werden, ich bin nicht für eine totale Verwurstung jeglicher schon mal vorgekommener Personen. Ich freue mich wirklich mal über neue Hörspiele, neue Geschichten. Die wiederum müssen dann aber auch so gut sein, dass sie interessant sind. Und nicht jeder Drehbuchautor, nicht jeder Geschichtenschreiber bei Hörspielen schafft das heute noch, eine fesselnde Geschichte zu schreiben. Da ist leider, und das wissen wir beide sehr gut, sehr viel 0815 bis Ausschussware unterwegs. Ja, genau so ist das. Wie hat dir eigentlich Phileas Fogg als urtypischer britischer Gentleman, den man ja erstmal so vor Augen hat und wie er auch gerne mal dargestellt wird, zum Beispiel in der Verfilmung oder so, wie hat er dir in dem Hörspiel gefallen? War das so für dich okay? Wir befinden uns im ausgehenden 19. Jahrhunderts, viktorianische Zeit. Die englischen Gentlemen reden sich selbst mit sie angefühlt, weil sie sind alle so tiefenentspannt. Ja, wie wirkte das Ganze auf dich? Wie hat dir die Figur Phileas Fogg gefallen? War das das, was du erwartet hast, worüber du dich freust? Ich habe ja eben schon mal die kleine Begebenheit mit der Zigarre erwähnt und der Frau, die draußen im Regen steht. Das widerspricht dem natürlich von vornherein. Da ist es mir gleich aufgefallen, dass da die Darstellung eben nicht die eines britischen Gentlemans entspricht. Aber das muss man jetzt auch nicht überbewerten. Ansonsten kommt diese britische, vornehme, viktorianische Gentleman-Attitüde eigentlich nicht wirklich zur Geltung. Es fällt vielleicht nicht auf, wenn man nicht drauf achtet. Also in Bezug auf diesen Charakterzug kommt da ein bisschen wenig. Es stört vielleicht auch nicht großartig, wenn man nicht drauf achtet und es nicht vermisst. Aber ich bin, wie auch du, für eine originalgetreue Darstellung. Die Leute müssen sich dann auch so verhalten, wie der Ursprungsautor sich die Charaktere mal gedacht hat. Und das sollte man beim Verfassen solcher Geschichten sich immer vergegenwärtigen und mit einfließen lassen. Das ist tatsächlich hier ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, in meiner Brust schlagen, was das jetzt allerdings angeht, doch irgendwo zwei Herzen. Auf der einen Seite schließe ich mich dir an. Man sollte möglichst an den Figuren dranbleiben. Auf der anderen Seite finde ich es ganz angenehm, dass man es nicht total übertrieben hat. Weil übertreiben meine ich auch nicht. Es reicht hin und wieder eine kleine Andeutung. Ja, also es gab in dem Hörspiel ja die eine Andeutung, Passepartout, ihnen würde ein bisschen mehr englische Gelassenheit schon gut zu Gesicht stehen, hat Phileas Fogg einmal zu seinem Diener gesagt. Ansonsten bin ich eigentlich so ganz froh, dass es nicht total überzeichnet wurde, weil ansonsten kann man sich so ein Hörspiel vielleicht auch nur bedingt anhören. Nun erleben wir hier Figuren in einer Geschichte, in die sie eigentlich nicht hineingehören. Somit ist die Originaltreue, die ja von vornherein sowieso nicht angestrebt war, gleich zu Beginn passé. Trotzdem möchte ich dich einmal fragen, wie viel Jules Verne erwartest du im weiteren Verlauf der Serie wiederzuerkennen und wie frei darf man mit dem Stoff umgehen, deiner persönlichen Meinung nach, damit dir die Serie gefällt? Gewisse Freiheiten, finde ich, darf man sich schon erlauben. Die Geschichte muss ja auch für eine CD etwas zusammengekürzt werden. Also der Originalstoff, ich sagte es ja bereits, ist ja um einiges länger als eine CD. Das halte ich auch für genau richtig. Ich möchte gerne die Geschichte in ihren Grundzügen noch wiedererkennen können. Also verschiedene Details und Bilder und Ideen, die Jules Verne hatte, möchte ich dort gerne wiedersehen. Und Figuren dürfen sich meiner Meinung nach nicht auf einmal in ihrem Wesen total ändern. Also ein Kapitän Nemo, der auf einmal alles in die Luft sprengen will und übermorgen auf dem Pariser Eiffelturm seine persönliche Fahne hissen möchte, das würde nicht zu der Figur meiner Meinung nach passen, die er sonst eher im Verborgenen agiert. Das haben wir hier auch nicht gehabt, aber das fände ich jetzt gefährlich. Oder ein Stahlelefant, der in einem Hörspiel nur noch nebenbei mal so erwähnt wird. Ich bin auch in gewisser Weise mal gespannt, wie bestimmte Geschichten umgesetzt werden, wenn man dort Phileas Fogg jetzt einsetzt als Hauptfigur. Ich hätte mir genauso gut auch vorstellen können, dass man einen Professor Aronnax als Hauptfigur nimmt und durch alle Geschichten durchführen könnte. Auch ein Professor Aronnax als Forscher könnte immer wieder auf die ganzen Jules Verne-Gegebenheiten stoßen und was weiß ich, dann lernt er mal seinen alten Kumpel von der Uni kennen, nochmal wieder, der dann gerade zum Mond fliegen will oder so oder gerade auf dem Weg zum Mittelpunkt der Erde ist. Also das würde sicherlich alles auch gut mit anderen Figuren funktionieren. Jetzt hat man Phileas Fogg genommen, finde ich aber auch völlig in Ordnung. Dort war Passepartout und seine Frau noch im Gepäck, was für mehr Abwechslung sorgen kann. Andere Figuren wären auch wahrscheinlich genauso denkbar gewesen.
Es ist natürlich schlau, wenn man sich dann auf einen Protagonisten einlässt, der in einer besonders bekannten Jules Verne-Geschichte stattfindet, damit die Hörer gleich sagen, ah ja, alles klar, kenne ich. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes, als nächstes Mal wieder einzuschalten, wenn es wieder heißt, geht auf Periskoptiefe, flutet die Tanks, hier ist die Hörspieljury. Die Hörspieljury wurde präsentiert von experimentstille.de.